Das Orkan Tixawa ist abgezogen. Haben wir eigentlich im Vorwege übertrieben? Ich glaube nicht, dass Medien, öffentliche Einrichtungen oder Meteorologen im Vorwege von Xaver übertrieben haben. Xaver war ein heftiger Wintersturm. Allerdings haben möglicherweise diese Vorkehrungen, die getroffen wurden, dazu geführt, dass eben nicht so viele Schäden entstanden sind. Immerhin gab es schulfrei für Kinder, Weihnachtsmärkte waren geschlossen, der Winterdom war geschlossen und viele Arbeitnehmer sind vor allen Dingen am Donnerstag frühzeitig nach Hause gefahren und haben so den Stau am Abend vermieden. Was war eigentlich das Besondere an Xaver? Das Besondere an Xaver war, dass er besonders lang anhaltend war. Also man kann davon ausgehen, dass fast 24 Stunden harte, schwere Westwinde wehten. Das führte dazu, dass es in Hamburg 3 schwere Sturmfluten gab und am Nikolausmorgen die zweitschwerste Sturmflut seit den Aufzeichnungen von 1625.